5 Jahre nach der Depression Heilung. Ich würde gerne noch ein paar Ergänzungen machen zu meinem anderen Video zu dem Thema, ein bisschen systematischer hier durchgehen und mal fokussieren auf die Symptome, die ich hatte während der Depression und Derealisation. Das eine war, also bei der Derealisation, man hat ja, ich beschreibe es immer als die Glasscheibe, durch die man hindurchschaut, die ist zu 100% weg, gar nicht mehr. Also es ist jetzt schon so lange her, dass ich mir das, ich kann es mir noch vorstellen, aber es driftet immer weiter weg, dass ich überhaupt noch weiß, wie ich alles gesehen habe. Ich weiß es natürlich noch, ich werde das auch nie vergessen, aber ich weiß noch kurz, so einen Monat nach der Zeit, als der ich rausgekommen war, da konnte ich mir das noch sehr präsent vor Augen halten, wie ich die ganze Umgebung wahrgenommen habe. Und mittlerweile sogar einfach der Gedanke dran oder sich das vorstellen zu können, es driftet immer weiter in die Vergangenheit. Jetzt der Vergleich zu Depersonation oder die ganzen Gefühle, dass man sich selber, seinen Körper nicht mehr spürt oder wenig Emotionen spürt zu heute, das ist auch weg. Also ich empfinde wieder zu 100% normal. Es gibt, ja, ich wüsste nicht, wo es irgendeinen Bereich gibt, wo ich nicht wie davor empfinde. Man möchte, vielleicht bringt das jemand die Info. Ich war auch davor, gut, ich war schon emotional, aber ich war nie der emotionalste. Also ich weiß nicht, wenn jemand die Depression hat, der extrem emotional war, sich richtig euphorisch sein konnte oder sich richtig stark verlieben konnte oder auch immer wieder sehr traurig war, wie es für so eine Person ist danach, ob es wirklich wieder auf den gleichen Stand kommt. Aber für mich war ich eh nie wirklich die extrem emotionalsten Gefühle hatte. Ja, bin ich, also ich bin im Augenblick genau an dem gleichen Zustand wie davor. Also für mich als Person kann ich dazu sagen, es ist von den Gefühlen und sowas genauso, wie es davor war. Während der Depression hatte ich ja auch schon öfter erwähnt, war es ja fast komplett weg. Und das gleiche Level wie davor habe ich wieder erreicht. Genau. Und auch alle anderen in der Depression, also die Nebeneffekte, die noch hinzukamen, wie sowas wie, ich bin ja, oder hatte begonnen, so eine leichte Depression zu rutschen. Das hatte ich sogar damals noch in der Depression, glaube ich, abfangen können. Ich war zwar ein paar Wochen, vielleicht 10 Tage, 11 Tage in der Depression auch drin, konnte es da aber auch, glaube ich, schon direkt abfangen, weil ich doch sehen konnte, was passiert und auch mit der Unterstützung von der Familie, die mich da eigentlich nicht haben reinrutschen lassen, zusammen mit eigenen Willen, dass man das nicht zulässt, bin ich da direkt rausgekommen, deshalb war ich da auch nicht wirklich lange drin und heute, ja, von Depressionen ist auch gar nichts mehr übrig geblieben oder zu spüren. Ja, das war der kleine Nachtrag. Ich hoffe, auch das hat euch ein bisschen weitergeholfen.